Dr. Takt, Videokolumne Nummer 12, Oktober 2020. Triadic Memories von Morton Feldman, ein Klavierstück, komponiert 1981. Daraus Takt 111 bis 122. Ein Abschnitt mittendrin in einem Stück, das aus sich wiederholenden, figurativ aufgebrochenen Akkorden besteht, die in einzelnen Einheiten, einzelnen Takteinheiten notiert sind. Feldman verstand das immer als eine Takteinheit. Diese wiederholen sich oder wiederholen sich manchmal auch nicht. Sie wiederholen sich, um Erinnern auszulöschen. Das eine Idee des Komponisten, keine Erinnerungsdramaturgie wie in einer Symphonie, wo etwas am Anfang erklingt und dann später wieder auftaucht, sondern wo hier ein Fortschreiten organisch vom einen zum nächsten, immer das Neue, das Alte auslöschend, man in einen Sog, in ein Fortspinnen hineingezogen wird als Zuhörer. In einen Klangraum, der entsteht, weil das Stück die ganze Zeit mit halb durchgetretenem Haltepedal zu spielen ist und diese Einzelereignisse werden in diese Klangwelt, in diesen Klangraum hineingesetzt. Feldman arbeitet hier mit Material, das er exponiert, das er variiert, wo er rhythmisch kleinste Unterschiede einbaut, wo er gleichzeitig die Intervallkonstellation nach Lage, das kann man hier leider gar nicht darstellen und es ist auch wirklich explizit für Klavier geschrieben, man kann dieses Stück überhaupt gar nicht anders spielen, wo er nach Lage sehr ausdifferenziert, wo er Intervallbeziehungen ausdifferenziert. Ich versuche das einmal darzustellen anhand dieser drei Takte hier. Hier geht's los, die Quinte CG, das ist im Grunde genommen schon eine Ableitung aus einem Ausgangsmaterial, mit dem das Stück eröffnet wird und das hier aber auch schon wieder auftaucht, dieses Gis D, dieser Tritonus und dazu dann einmal noch der Halbton nach unten Cis und einmal der Halbton nach oben A. Es gibt also immer diese Figuration und diese Figuration. Und dann haben wir, wenn wir das zusammenspielen, zwei chromatisch übereinander geschichtete Quinten. Und wir setzen dann da einen Halbton drunter, das G und das C ebenfalls eine Quinte und kommen so zu diesem Material, was dann hier auftaucht. Diese Konstellation ist hier die besondere in der Oberstimme CG. Dazu kommt dann hier noch als weiteres Tonmaterial ganz oben im Klavier das Ges und das F und hier unten dieses besagte Gis D. Das taucht zwei Takte später wieder auf, aber dann ein Sechzehntel versetzt. Dafür ist dann hier oben wieder Cis A. Hier bleibt dann das gleich, aber auch wieder rhythmisch versetzt. Und das hier, das taucht aber vorher schon da auf, aber dann auch umgekehrt, eben nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten gespielt und in einer anderen Lage. Und so wiederholt und verändert er das Material nach und nach und kommt doch, obwohl man es gar nicht merkt, von hier zu etwas ganz anderem am Ende. Das ist der Schluss. Das hören Sie auch hier in der Deutschen Oper. In einem Stück Waldesruh heißt das. Und wenn Sie dann auch Fragen haben, dann melden Sie sich bei takt@deutscheoperberlin.de.